kam der Arme der Kühne zum ersten Mal erwähnt. Das war die Geburtsstunde Null. Es wurde urkundlich festgeschrieben, darauf waren die Kühnchen stolz. Nun hatte Dessau einen vor Ort mehr, der eben Kühne hieß. Die Leute freuten sich darüber sehr, denn der Name Kühne blieb. Kühnau, hurra, du bist heute 300 Jahr. Kühnau, hurra, wir erwarten Gäste von fern und nah. Kühnau, hurra, die Ansprache hält der Bürgermeister, na klar. Kühnau, hurra, wir feiern dein Geburtstag heut. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit. Doch Jahre später wurde Kühne umbenannt. Seitdem heißt es Klein Kühnau. Der Name passte besser auch dazu, denn es war noch nicht viel gebaut. Vom Vorwerk aus wurde Feste weiter gebaut, so wuchs beim Kühnau Haus um Haus. Auch Handwerker, Bäcker, Fleischer, Kaufleute siedelten sich an, sie wurden ja gebraucht. Kühnau, hurra, du bist heute 300 Jahre. Kühnau, hurra, wir erwarten Gäste von fern und nah. Kühnau, hurra, die Ansprache hält der Bürgermeister, na klar. Kühnau, hurra, wir feiern dein Geburtstag heut. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit. Eine Schule, Kirche, Kindergarten, Kneipen und so, auch Straßen wurden gebaut. Später kam noch das Rathaus dazu, es wurde auch gebraucht. Eine Truppe fand sich zusammen, die sich der Fliegerei verschrieben hat. So entstanden die Anfänge der Fliegerei, die ihre Wurzeln in Klein-Kühnau hat. Kühnau, hurra, du bist heute 300 Jahre. Kühnau, hurra, wir erwarten Gäste von fern und nah. Kühnau, hurra, die Ansprache hält der Bürgermeister, na klar. Kühnau, hurra, wir feiern dein Geburtstag heut. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg im 19. Jahrhundert kam Hugo Junkers, ein Mann, hierher. Er war ein Konstrukteur für Fliegerei und vieles mehr. So entstanden Junkers Flugzeugwerke. Er baute das erste Flugzeug ganz aus Metall. Er war ein Pionier der zivilen Luftfahrt. Ja, solche Leute gibt sich überall. Kühnau, hurra, du bist heute 300 Jahre. Kühnau, hurra, wir erwarten Gäste von fern und nah. Kühnau, hurra, die Ansprache hält der Bürgermeister, na klar. Kühnau, hurra,
wir feiern dein Geburtstag heut. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit. Der Zweite Weltkrieg hat fast alles zerstört, den Rest nahm sich die Besatzungsmacht. Wir wurden in zwei Zonen geteilt, das war für uns ein herber Schlag. Wir ließen uns nicht unterkriegen und arbeiteten ohne Rast und Ruhe. Als 1989 die Einheit wieder kam, da ging es uns verhältnismäßig gut. Kühnau, hurra, du bist heute 300 Jahre. Kühnau, hurra, wir erwarten Gäste von fern und nah. Kühnau, hurra, die Ansprache hält der Bürgermeister, na klar. Kühnau, hurra, wir feiern dein Geburtstag heut. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit. Nun schreiben wir das Jahr 2011, ja die Zeit so schnell verging. Am 12. Juni feiern wir 300 Jahre Kühnau und wünschen uns, dass es gelingt. Auch Flugplatzfest ist dabei, da ist ganz schön was los. Wir wünschen uns viele Besucher, das wäre für uns der schönste Lohn. Kühnau, hurra, du bist heute 300 Jahre. Kühnau, hurra, wir warten Gäste von fern und nah. Kühnau, hurra, die Ansprache hält der Bürgermeister, na klar. Kühnau, hurra, wir feiern dein Geburtstag heut. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit. 300 Jahre ist eine schöne lange Zeit.